Die soziale Frage steht auf der Tagesordnung der Politik. Armutslöhne, von denen man nicht leben kann, Arbeitslosigkeit, über die man immer weniger spricht, oder Auszubildende, die nach der Ausbildung keine Beschäftigung haben, ohne Perspektive darstellen. Die soziale Frage ist aktuell und sie wird von der Politik nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, die Politik der etablierten Partei ist die Ursache für diese sozialen Probleme in unserem Land und die Folgen dieser falschen Politik sind absehbar. Die Frage stellt sich heute bei dem sozialen Sicherungssystem, wie lange lassen sich diese sozialen Sicherungssysteme überhaupt noch finanzieren? Viele soziale Sicherungssysteme wie Rente, Arbeitslosenversicherung werden schon lange nicht mehr allein aus den Beiträgen finanziert, sondern müssen über Steuermittel, Zuschüsse finanziert werden und die Haushaltsdefizite wachsen. Das heißt, irgendwann einmal ist die Möglichkeit, über Steuermittel einen Ausgleich zu schaffen, auch nicht mehr möglich. Und die Frage ist, was kommt dann? Es ist also eine grundsätzliche Umkehr in der deutschen Politik notwendig. Wir brauchen wieder eine Politik, die soziale Sicherheit schafft, statt soziale Sicherheit zu beseitigen. Den Weg der etablierten Politik ist es, durch Globalisierung und Internationalisierung unser Land kaputt zu regieren. Durch die Globalisierung werden Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, wird immer weniger Beschäftigung hier in Deutschland stattfinden und immer weniger Steuereinnahmen und immer geringere Beitragszahlungen sind die Folge. Dieser Teufelskreis nach unten muss durchbrochen werden, indem wir wieder unsere Binnenwirtschaft stärken. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass Beschäftigung in Deutschland aufgebaut wird, und zwar dadurch, dass die industrielle Basis unseres Landes wieder ausgebreitet wird. Es darf eben nicht mehr so viel im Ausland produziert werden, sondern wir müssen wieder stärker Industriestandort werden, wo in Deutschland produziert wird und damit auch Beschäftigung entsteht. Das ist unser Ansatz, unser wirtschaftspolitischer Ansatz, um die soziale Gerechtigkeit in Deutschland wieder auf eine gesunde, auf eine tragfähige Basis zu stellen. Wir sagen, dass eine Industriepolitik und Beschäftigungspolitik das Gleiche ist. Wenn die Binnenwirtschaft wieder gestärkt ist, dann bedeutet es, dass Tausende von Arbeitsplätzen im Handwerk, im Mittelstand entstehen, dass dort auch wieder leistungsgerechte Löhne gezahlt werden können, also Löhne, von denen man auch leben kann und Löhne, deren Steuer- und Sozialabgaben dann auch der Höhe entsprechen, dass die sozialen Sicherungssysteme auch weiter finanzierbar sind und zwar vor allem auch durch Beitragszahler und nicht nur durch den Steuerzahler. Das ist notwendig, um soziale Gerechtigkeit herzustellen. Aber wir müssen auch sehen, wo gibt es weitere Belastungen unserer sozialen Sicherungssysteme. Und wir leisten uns diesen unglaublichen Luxus, dass wir Millionen von Ausländern in unser Land hineinholen, in einem Zustand der Arbeitslosigkeit belassen und hier enorme Sozialleistungen an Ausländer zahlen. Das ist im Grunde genommen auch ein Schlag in das Gesicht deutscher Arbeitsloser. Hier ist auch eine Gefahr für die Stabilität unserer sozialen Sicherungssysteme. Deshalb sagt die NPD, Ausländer, die arbeitslos sind, müssen in ihre Heimat zurückkehren. Das ist nicht unmenschlich, sondern das ist vor allem eine verantwortungsvolle Politik gegenüber dem eigenen Volk. Dafür setzt sich die NPD ein. Wir sagen auch, von Arbeit muss man leben können. Deshalb sind gesetzliche Mindestlöhne erforderlich. Die NPD fordert einen Mindestlohn von 8,80 €, damit man eben von Arbeit leben kann und damit man als Arbeitnehmer nicht auf dem gleichen Lohnniveau sich befindet wie ein Arbeitsloser, der Leistungen nach den Hartz-IV-Gesetzen bekommt. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Leistung muss sich wieder lohnen und darf nicht im Widerspruch stehen zur sozialen Gerechtigkeit. Und es ist eben wichtig, dass wir unsere Binnenwirtschaft stärken. Unsere nationale Volkswirtschaft ist der Garant für soziale Sicherheit. Wirtschaft muss wieder stärker in Deutschland stattfinden. Das ist eine der wesentlichen Aussagen der NPD, denn sozial geht nur national.